In diesem Video werde ich dir mal eine kleine Desktour geben, also wie mein Schreibtisch so aufgebaut ist, was für Geräte ich benutze und vor allem, wie ich auch im Jahre 2023 papierlos arbeiten werde. Los geht's! Und damit hallo und ganz herzlich hier bei Digitalisierung mit Kopf. Mein Name ist Stefan Lachner und auf diesem YouTube-Kanal dreht sich alles rund um das Thema digitales und produktives Arbeiten. Falls du diesem Kanal noch nicht folgst, und das tun sehr viele von euch noch nicht, wie ich gesehen habe, ich blende euch mal hier eine Statistik ein, dann lass doch gerne mal diesem Kanal ein Abo da und aktiviere auch die Glocke, um keine Benachrichtigungen zu verpassen. Los geht's mit der Desktour. In diesem Video beschreibe ich also vor allem mal, mit welcher Hardware ich im Jahr 2023 arbeiten werde. Ja, das heißt vor allem hier mein YouTube-Kanal, also das Video, das du auch gerade siehst, das Equipment, mit dem ich diesen YouTube-Kanal betreibe, aber auch Sachen, die ich privat benutze, um einfach auch dem Papierchaos Herr zu werden und papierlos und effizient arbeiten zu können. Legen wir los mit dem Herzstück von meinem papierlosen Büro, nämlich meinem NAS. Ein NAS, also ein Network Attached Storage, ist eine Art Netzwerkspeicher. In diesem Fall ist es ein Synology DS1522+, auf dem man zum Beispiel Dateien ablegen kann. Aber so ein NAS kann noch sehr viel mehr. Da kann nämlich eine eigene Software drauf laufen, die im Hintergrund Dinge für euch erledigt. Und eine dieser Softwares, das ist bei mir dieses Jahr Paperless NGX. Das ist ein Dokumentenmanagementsystem, das quasi hier im Hintergrund auf meinem NAS läuft und das ich über den Browser bedienen kann, das sich aber auch sehr, sehr gut automatisieren lässt. Um euch da so ein paar Beispiele zu nennen, ich kann Scans von meinem Netzwerkscanner, den ich euch auch gleich noch zeigen werde, automatisiert in dieses Dokumentenmanagementsystem einpflegen lassen. Ich kann Briefpost, die ich bekomme, von einem externen Dienstleister digitalisieren lassen und auch in dieses System einspeisen lassen. Auch dazu kommt im Januar ein neues Video. Und ich kann sogar E-Mail-Anhänge, die ich bekomme, automatisiert in dieses Dokumentenmanagementsystem einpflegen lassen. Das ist also ein sehr, sehr cooles System, das nur mal so am Rande. Noch einen Ticken wichtiger als der NAS ist natürlich mein Rechner und da habe ich ein MacBook Pro 14 Zoll mit dem M1 Pro Prozessor und 16 GB RAM. Eigentlich hätte es auch für normale Zwecke ein MacBook Air oder auch ein MacBook Pro 13 Zoll getan, um jetzt mal bei Apple zu bleiben. Aber wie ihr wisst, ich führe hier einen YouTube-Kanal und Videoschnitt ist schon sehr, sehr ressourcenhungrig. Und aus dem Grund habe ich mich für das 14-Zoll-Modell entschieden, weil es einfach nochmal mehr Ressourcen bietet, um flüssiger und effizienter schneiden zu können. Also wie gesagt, das ging auch alles mit dem 13-Zoll-Modell, aber mit dem 14-Zoll-Modell merke ich schon einen sehr, sehr großen Geschwindigkeitszuwachs. Und das kommt natürlich hoffentlich auch euch zugute, weil dann wieder mehr Videos kommen, weil ich einfach schneller bin mit dem, was ich tue und nicht mehr so lange warten muss. Und auch allgemein dieses Gefühl, wenn man Videos schneidet, besser ist. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber das ist einfach nicht mehr so viel Hindernis gefühlt, was zu tun, weil einfach alles flüssiger läuft und das ja mehr oder weniger man so schnell arbeiten kann, wie man möchte und nicht ausgebremst wird vom System. Deswegen ist das für mich dieses Jahr ein ziemlich großes Upgrade. Und natürlich nehme ich bei dem MacBook Pro 14 Zoll auch solche Sachen wie einen Full-Size HDMI-Port und mehr Thunderbolt 3-Anschlüsse sehr, sehr gerne mit. Und auch der SD-Karten-Slot ist gerade in meinem Workflow beim Videoschneiden extrem praktisch, denn auf der einen Seite auf meiner Kamera, auf der Sony Alpha 7 III, da ist ein Atomos Ninja 5 Videorekorder oben drauf. Der nimmt also quasi das HDMI-Signal und speichert es auf eine große SSD. Und den lese ich über USB-C aus. Das heißt, ich habe auf der einen Seite von meinem Laptop meistens diesen USB-C-Adapter, um die Festplatte auszulesen. Und auf der anderen Seite mit der SD-Karte, da lese ich meinen Audiorekorder auf. Denn wie ihr hier oben seht, ich nutze ein externes Mikrofon, das über einen externen Audiorekorder, in meinem Fall ist das das Zoom H5, auf eine SD-Karte speichert und später im Videoschnitt bringe ich die beiden übereinander. Ich synchronisiere also Video und Ton zusammen und dafür ist es halt schon sehr, sehr praktisch, auf der einen Seite einen SD-Karten-Slot zu haben für den Audiorekorder und auf der anderen Seite einen USB-C-Anschluss für die externe Festplatte, auf die der Videorekorder aufzeichnet. Für die meisten von euch ist das aber vielleicht gar nicht so interessant, weil ihr selber keine Videos schneidet. Solltet ihr aber doch irgendeinen ähnlichen Workflow haben, weil ihr Fotografen seid oder weil ihr einfach viel mit SD-Karten hantiert und auf der anderen Seite vielleicht noch USB-Sticks oder externe Festplatten anschließt, dann könnte das alleine schon ein Upgrade-Grund sein, wenn ihr vom MacBook Pro 13 Zoll zum Beispiel kommt.
Als Peripherie kommt in diesem Fall als Monitor der LG 32UL59W zum Einsatz. Das ist ein 32 Zoll großer 4K-Monitor mit Thunderbolt 3 Anschluss. Das war, und da muss ich jetzt ehrlich sein, bei meinem MacBook Pro 13 Zoll noch ein wesentlich cooleres Erlebnis, denn da hat ein einziges Kabel gereicht, um den Laptop zu laden und gleichzeitig auch das Bild auf den Monitor zu bringen. Bei meinem MacBook Pro 14 Zoll ist es jetzt aber so, dass das so leistungshungrig ist, dass die Ladeleistung, die der Monitor bereitstellen kann, nicht mehr ausreicht und deswegen parallel, zumindest wenn man wirklich lange dran sitzen möchte, zum Aufladen auch das MagSafe-Kabel oder auch ein anderes USB-Typ-C oder Thunderbolt-Kabel angeschlossen sein muss. Das sieht jetzt nicht mehr ganz so clean aus, wie es mal am Anfang ausgesehen hatte mit dem MacBook Pro 13 Zoll, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ein MagSafe-Kabel, das ist ja wirklich schnell an- und ab-attached sozusagen, das ist jetzt also nicht dieser große Aufwand da, ein Kabel mehr anzustecken. Den Monitor habe ich jetzt schon eine ganze Weile, ich meine, es sind jetzt schon über 2 Jahre und ich bin nach wie vor sehr, sehr zufrieden damit. Er ist farbkalibrierbar, das ist natürlich auch hier wieder beim Videoschnitt ein Riesenthema. Und allein diese Tatsache, dass er Thunderbolt 3 unterstützt und nicht nur USB-C, hat natürlich den Riesenvorteil, dass ich hinten auf der Rückseite sehr, sehr viele USB-Anschlüsse habe, die ich nutzen kann und weitere Geräte anschließen kann, ohne dass ich jetzt meinen Laptop damit verstopfen würde mit Anschlüssen. Außerdem ist dieser Monitor matt, das heißt, ich bin sehr, sehr unempfindlich gegenüber Streulicht. Wenn hinter mir eine Lampe zum Beispiel brennt, dann sehe ich nur so eine ganz leichte, diffuse Reflexion, aber nicht wie bei einem glatten, wie bei einem nicht entspiegelten Monitor, dass es wirklich direkt mich diese Lampe dann über den Monitor anstrahlt. Also zum Arbeiten wirklich sehr, sehr angenehm und auch die Helligkeitsstufen von sehr, sehr dunkel bis sehr, sehr hell sind absolut ausreichend für mich. Also ich bin mit diesem Monitor wirklich sehr zufrieden. Das Einzige, was ich nicht so toll an diesem Monitor finde, das sind die Lautsprecher, die integrierten. Aber ja, sind wir mal ganz ehrlich, für Videoschnitt setze ich mir meine Kopfhörer auf und für alle anderen Zwecke kann man sich ja immer noch externe Lautsprecher dazustellen. Auch wenn Maus und Tastatur immer so eine langweilige Angelegenheit sind, ich habe sehr, sehr viel Zeit darauf verwendet, mir ein wirklich passendes Paar auszusuchen und hier bin ich bei Logitech gelandet. Und zwar habe ich mir als Maus die Logitech MX Master 3 ausgesucht. Einfach weil sie sehr, sehr gut in der Hand liegt, sehr präzise ist und weil ich sie mit 3 Geräten koppeln kann. Das ist in meinem Fall sehr praktisch, weil ich für mein Gewerbe zum Beispiel meinen MacBook Pro nutze, aber für die Hauptarbeit, ich bin Ingenieur in meinem Hauptberuf und da haben wir einfach andere Laptops, da nutze ich einen Windows-Laptop. Der arbeitet natürlich perfekt mit meinem Monitor zusammen, weil der auch Thunderbolt 3 unterstützt, aber ich kann auch an der Maus mit einem einfachen Schieberegler sofort auf diesen Laptop umschalten und ich kann die gleiche Maus weiter benutzen. Außerdem gibt es extrem praktische Schnellwahltasten auf der Maus, zusätzlich programmierbare Schalter und auch ein weiteres Scrollrad, mit dem ich auch horizontal scrollen kann, das, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, sowohl beim Videoschnitt, wo ich in der Timeline hin und her scrollen möchte, als auch in großen Excel-Sheets und so weiter, wo das extrem, extrem praktisch ist. Kommen wir zur Tastatur. Die Tastatur war ein relativ großes, eine große Herausforderung, da eine zu finden, die für mich passt. Denn, wie schon erwähnt, ich möchte sowohl Mac als auch Windows an diesem Arbeitsplatz nutzen und nicht die ganze Zeit mich an verschiedene Tastaturen gewöhnen müssen oder auch die Tastatur wechseln müssen. Deswegen habe ich eine Tastatur gebraucht, die erstens mir gefällt und zweitens auch sowohl für Mac als auch für Windows-Tastatur-Layout geeignet ist. Und da bin ich bei Logitech Craft rausgekommen. Das ist eine Tastatur, die, wie schon gefordert, Mac- und Windows-Tastatur-Layout hat, die ich auch über Schnellwahltasten mit bis zu 3 verschiedenen Geräten koppeln kann und die außerdem noch ein kleines Drehrad oben links hat, das ich frei programmieren kann. Ich kann also da entweder lauter leiser Regler drauflegen, ich kann zwischen Desktops wechseln. Das kann man sehr, sehr frei programmieren. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und so ist der Wechsel zwischen 2 Systemen wirklich sehr einfach. Ich drücke auf meiner Tastatur eine Taste, um mich mit dem anderen Gerät zu verbinden. Und ich drücke auf der Maus auf die Taste, um ein Gerät weiterzuspringen. Sehr, sehr praktisch insgesamt. Also kann ich wirklich sehr empfehlen. Was in einem papierlosen Büro aber natürlich auch nicht fehlen darf, das ist ein Einzugscanner. Und ich habe mich hier für den Brother ADS 1700W entschieden. Es gibt verschiedene Gründe, warum ich das getan habe. Einer der Gründe ist, er ist sehr, sehr kompatibel mit allen möglichen Netzwerktechnologien. In meinem Beispiel nutze ich zum Beispiel SMB und SFTP. Das kann der beides, der kann Dokumente per E-Mail senden, wenn das notwendig wäre. Aber SFTP und SMB sind schon die beiden, die am praktischsten sind in diesem Fall. Ich kann sehr, sehr viel parametrieren, ich kann sehr viel einstellen an diesem Scanner. Ich kann Shortcuts erstellen, um wirklich mit einem einzigen Touch auf ein bestimmtes Ziel ohne meinen Rechner schon scannen zu können. Und das Allertollste, er braucht nur ein einziges Kabel und ist extrem klein. Wenn ich ihn also nicht brauche, ist er klein zusammengepackt, steht er auf meinem Sideboard. Wenn ich ihn nutze, klappe ich ihn nur auf,
drücke eine Taste und er ist einsatzbereit. Ich kann diesen Scanner nur empfehlen, denn viele andere Scanner haben Probleme, zum Beispiel lange Kassenzettel einzuscannen. Bei diesem Scanner muss man zwar wissen, was man einstellt, um das zu ermöglichen, aber ich kann hier beliebig lange Kassenzettel einscannen, ohne dass ich mit diesem Scanner ein Problem bekomme. Ich kann diesen Scanner also nur wärmstens weiterempfehlen. Wenn ihr euch dafür interessiert, der Link dazu ist wie immer in der Videobeschreibung. Für alles andere, was ich von unterwegs aus arbeiten möchte, wo ich aber keinen Laptop dafür brauche, nehme ich mein Handy her. Mein iPhone 13 Pro, das ist schnell genug für alles, der Bildschirm ist groß genug für die meisten Sachen und es ist dann doch relativ komfortabel. Ich habe tatsächlich festgestellt im letzten Jahr, dass ich mein iPad Pro kaum noch verwendet habe, weil die iPad-Apps so gut geworden sind und der einzige Punkt, wo ich mein iPad vielleicht gebraucht hätte, das wären handschriftliche Notizen gewesen. Und da habe ich mich dann auch ehrlich gefragt, wann brauche ich handschriftliche Notizen wirklich? Denn meistens war ich schneller, wenn ich das mit den Fingern einfach getippt habe, also auf eine Tastatur. Handschriftliche Notizen waren genau dann praktisch, wenn ich irgendwelche Skizzen anfertigen wollte, wo man sich ein bisschen schwerer tut, wenn man das mit dem Finger irgendwo draufkritzelt. Und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, lohnt sich in meinen Augen der Aufwand nicht mehr, ein dediziertes Gerät zu haben, zumal noch in der Größe von einem iPad Pro. Bei mir waren es 12,9 Zoll. Aus diesem Grund ist das iPad Pro bei mir im Jahr 2023 nicht mehr am Start. Und ich werde mein gesamtes papierloses Büro also vom Handy bzw. vom Laptop aus bedienen. Hast du noch ein Gerät, von dem du sagst, das muss ich unbedingt mal testen und das fehlt bei mir vielleicht in meinem Workflow, in meinem Setup? Schreib es in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesem Video außerdem einen Daumen nach oben gibst, diesem Kanal ein Abo hinterlässt. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.